Ja, in diesem Video möchte ich mal darüber sprechen, warum ich mich für die Ricoh GR-Kameras entschieden habe als meine Haupttools für die Straßenfotografie. Ich will gar nicht so weit zurückholen, wie das alles anfing mit mir und Ricoh, aber genau, ich bin Ricoh GR Ambassador oder wie sagt man auf Deutsch, Ambassador, Repräsentant. Nein, Ambassador, ne? Es gibt doch, glaube ich, keine deutsche Übersetzung dafür. Jedenfalls bin ich GR Ambassador seit 2013 mit der GR1 oder GR APS-C, die damals rauskam. Und damals war das auch das erste Mal, dass ich in Kontakt gekommen bin mit der GR. Und ich habe die GR-Kameras immer benutzt als eine Reisekamera, um einfach meine Reisen zu dokumentieren, weil die halt so klein ist, kannst halt in die Hosentasche stecken. Okay, ich habe jetzt hier Zubehör drauf, die Kameras jetzt weniger kompakt machen, aber nichtsdestotrotz, selbst mit diesem Zubehör hier, passen die noch locker in deine Hosentasche oder Jackentasche zumindest. Und für mich ist die GR, erstmal habe ich mich entschieden, weil die sehr, sehr kompakt sind. Das ist ein Riesenvorteil, nicht nur für Street, sondern allgemein. Du kannst halt immer eine Kamera dabei haben. Natürlich kannst du auch dein Smartphone nehmen, ja? Also hier ist mein Smartphone, LG G4, ist nicht mehr ganz so jung. Aber mein Handy ist mega langsam und ich hasse es, zu fotografieren mit einem Smartphone. Ich benutze mein Smartphone nur, um Notizen abzufotografieren oder irgendwas zu fotografieren, woran ich mich noch erinnern möchte. Aber fotografieren tue ich immer nur mit richtigen Kameras und ein weiterer Vorteil für mich, für die GR, ist, dass man alles auf der rechten Seite bedienen kann. Ne? Du hast halt alle Bedienelemente hier auf der rechten Seite. Super praktisch, weil die Kamera ist so klein, ich will die nicht die ganze Zeit mit zwei Händen halten müssen und ich kann alles mit einer Hand machen. Das ist ein weiterer Vorteil. Noch ein Vorteil ist, also wir haben Kompaktheit und Bedienbarkeit. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie ist sehr gut einstellbar auf meine Bedürfnisse. Man kann sie halt auch sehr gut manuell bedienen. Der einzige Nachteil ist hier, du kannst alles manuell machen. Du kannst nur nicht so gut manuell den Fokus verschieben. Das kannst du leider nicht so gut. Es ist ein bisschen fummelig. Aber, das ist ein weiterer Punkt, ist der Snap-Fokus. Ich sag mal einfach jetzt so aus Spaß auf Deutsch, würde ich den einfach mal Schnappmodus nennen, obwohl Snap bedeutet halt, ist kurz für Snapshot. Ja gut, Schnappschuss ist auch Schnapp und dann Schuss. Ach, egal. Jedenfalls der Schnappmodus schnappt halt auf eine Distanz, die du vorher einstellen kannst in der Kamera. Und wenn ich jetzt Street-Fotos mache, befinden sich meine Motive meistens so zwischen 2 Metern und 5 Metern vor mir. Manchmal auch dichter, aber meistens zwischen 2 und 5 Metern. Das heißt, ich kann diesen Schnappmodus hier benutzen und die Kamera voreinstellen auf 2 Meter. Und kann immer noch den Autofokus benutzen. Also ich kann zum Beispiel ein Porträt machen von jemandem, der hier ganz dicht ist. Aber dann kann ich dadurch, dass ich den Auslöser komplett durchdrücke, kann ich ein Foto machen auf meiner voreingestellten Distanz. Also zum Beispiel auf 2 Meter. Oder eben auf 5 Meter, was ich auch sehr oft mache. 5 Meter benutze ich sehr oft mit der GR3X, die ja ein 40 mm Vollformat Äquivalent. Ja, ne, das ist auch das deutsche Wort. Wie gesagt, diesen Kanal mache ich auch, um mein Deutsch ein bisschen fit zu halten. Und die GR3 ist halt 28 mm, ne, auf Vollformat umgerechnet. Also eigentlich ist es ein 18 mm Objektiv. Und das ist eigentlich ein 26 mm Objektiv. Das heißt, du kriegst den Ausschnitt eines 40 mm hier und ein Ausschnitt eines 28 mm hier, auf Vollformat umgerechnet. Aber die Field of View auf Deutsch. Genau, du hast natürlich eine höhere
niedrigere Tiefenschärfe mit Vollformat. Du arbeitest halt mit APS-C-Sensoren hier mit einer tieferen Schiefenschärfe, der Klassiker, Tiefenschärfe. Das heißt, die GR ist auch gut für Street, weil sie halt einen kleineren Sensor hat als Vollformat. Das heißt, du kannst abblenden auf 5.6 oder F8, Blende 8 und du hast eigentlich fast alles scharf. Und mit Vollformat musst du schon auf Blende 11 oder 16 manchmal gehen, damit du wirklich alles scharf hast. Genau, dann, was mir sehr an den GRs gefällt, ist, dass sie so schlicht aussehen. Die sehen einfach, also meiner Meinung nach sehen die auch sexy aus, ja, also mir gefällt das Design total. Vor allem hier das ist die Street Edition. Und die gepaart mit dieser Sonnenblende hier in Schwarz. Also es ist schon, muss man sagen, also es erinnert mich so ein bisschen an bestimmte Kameras haben eine Graphit Special Edition, so, das erinnert mich ein bisschen daran. Ist schon nice, muss man schon sagen, oder? Und auch in Schwarz. Ja, ist halt einfach sehr unauffällig. Und wenn jetzt eine silberne Kamera hast, obwohl wenn du sowas wie eine X100 hast, die wirkt auf andere sehr freundlich. Und dadurch ist das auch eine sehr gute Kamera. Wenn du aber eine schwarze Kamera hast, eine große, und du nimmst sie hoch zum Auge, weil du den Sucher nutzt, dann signalisiert das sofort bei deinem Gegenüber oder bei den Menschen auf der Straße, dass da jemand ein Foto macht. Ne? Aber wenn ich rumlaufe mit meiner GR, gucke ich erstens auf Display, was übrigens überhaupt kein Problem ist. Also für all die jetzt sagen, ich brauche aber einen Sucher, halt die Schnauze und probier es einfach mal aus. Es ist eine Gewöhnungssache und ich finde, die Vorteile liegen auf der Hand mit so einem Kamera, denn hier ist etwas, was ich in meinem Hauptkanal schon öfter angesprochen habe. Eigentlich mag ich 35 mm auf Vollformat lieber als 28 mm, aber mit APS-C mag ich 28 lieber als 35 mm. Und der Grund ist einfach dass ich mit der GR zum Beispiel, ich kann ja so machen. Ich kann meinen Arm ausstrecken. Ich kann so machen. Und dieser Abstand hier bringt mich aber schon so viel dichter an mein Motiv oder an den Menschen, den ich fotografiere, als wenn ich so mache und dann aber noch ein oder zwei Schritte dichter ran muss. Das heißt, ich bin schneller, wenn ich so mache, als wenn ich so mache und nach vorne gehe. Zumal ich wahrscheinlich mein Motiv dann auch erschrecke, wenn ich das mache. Aber wenn du dann ein 35mm Bild vergleichst, das auf Augenhöhe gemacht wurde und dann dicht dran oder nicht dicht dran, von dem gleichen Abstand, und das vergleichst mit einem Bild, das mit der GR gemacht worden ist, wo du dir ausstreckst, dann sind dich diese Bilder, die Ausschnitte sind sich sehr ähnlich. So, das heißt, diese Kamera hat ein 28mm Objektiv, also umgerechnet, ne, auf Vollformat. Aber in der Praxis sehen die Bilder mehr nach wie einem 35mm aus. Oder sagen wir, du kannst näher rangehen und deswegen ja, musst du nicht mit deinem Körper näher rangehen. Ja, du kannst natürlich auch bei Kameras mit Sucher auf einen Bildschirm gucken, die meisten haben einen Bildschirm. Aber es gibt ja so viele Puristen, die sagen, ich muss die Welt durch den Sucher sehen. Meine Augen sollen das Bild machen. Die Kamera ist eine Erweiterung meines Körpers. Aber guck mal hier, die GR ist eine Erweiterung meines Arms. Ne? Wenn ich meinen Arm bewegen kann, kann ich auch meinen Bildausschnitt bewegen. Aber was ich auch oft mache, ist, ich habe die GR hier, die GR3 habe ich immer um meinen Hals und die GR3X habe ich immer in meiner Tasche. Und die GR3 ist halt meine weite Kamera und deswegen habe ich die gerne um den Hals, weil ich mag zum Beispiel den Look von 28mm von Augenhöhe. Und hier ist nämlich was, der Unterschied zu dem hier und dem hier ist schon sehr groß. Ne? Weil hier siehst du mein ganzes Gesicht und hier siehst du, dass ich auf irgendwas gucke.
Hier achtest du auf mein Gesicht und nicht auf meine Kamera. Hier achtest du auf mich und die Kamera und weißt sofort, ich mache ein Bild. Wenn ich aber so durch die Stadt rumlaufe und ich gucke aus dem Bildschirm, ich gucke, was ich fotografieren möchte, gucke aber nicht immer auf das, was ich fotografieren möchte, sondern gucke immer aufs Bildschirm um. Also ich fokussiere jetzt auf meine Kamera hier, aber dann mache ich den hier. Dann mache ich so. Okay. Aber eigentlich habe ich hier drauf geguckt, weißt du? Ich gucke ja auf das Bildschirm und da sieht man ja nicht, worauf ich gucke. Und so kannst du halt unauffällige Bilder machen und das mag ich an der GR. Ja, ich mag den Look, den Design. Ich mag natürlich auch Fuji. Ich habe ja die X100F ganz lange benutzt, also 2-3 Jahre oder so. Und sehr viele Bilder gemacht, auf die ich auf jeden Fall auch sehr stolz bin. Und die X100V zum Beispiel ist eine Kamera, die ich mir fast schon gerne kaufen möchte, weil die einfach so gut aussieht, noch mal besser geworden ist vom Look her als die X100F. Und die gepaart mit dieser Sonnenblende in Silber, da kann man schon schwach werden. Und der Sucher, der Hybrid-Sucher, ich mag den optischen Sucher total gerne. Habe ich halt hier nicht. Jetzt habe ich gerade so lange geredet über LCD-Vorteil gegenüber Sucher. Aber bei der X100V kriegst du halt beides. Und du hast dann auch ein Klappdisplay. Der Nachteil ist nur, X100V hat ein 35mm Objektiv, also umgerechnet auf Vollformat. Was nicht ganz meine Lieblingsfestbrennweite ist für Street. Kannst natürlich auch einen Weitwinkel-Konverter kaufen für die X100V. Aber dann wird die Kamera ein bisschen schwerer vorne. Und ich bin auch kein Fan, ehrlich gesagt, von den Fuji-Farben. Das habe ich schon oft genug gesagt, glaube ich. Aber ich mag die Farben von der GR viel lieber. Ja, und das ist es eigentlich auch. Ich weiß, dass es einige Nachteile gibt. Die GR hat natürlich eine kleine Batterie. Und auf dem Papier kann die 200 Bilder machen mit einer vollen Akkuladung. Klingt erstmal nicht viel, ist auch nicht viel. Aber in der Praxis wechsle ich meine Akkus manchmal auch nur höchstens einmal am Tag, wenn ich wirklich rausgehe und viele Fotos zu machen. Weil ich habe die Kamera nicht die ganze Zeit an. Ich mache sie halt an, wenn ich ein Bild mache, mache sie wieder aus, wenn ich kein Bild mache. Und dann, weißt du, dann reicht der Akku auch. Ich habe natürlich immer 2-3 mit, aber ich brauche sie ganz selten, muss ich ehrlich sagen. Also von daher, das ist jetzt auch kein Grund, die GR nicht zu kaufen. Ja, falls ihr es wissen wolltet, ich weiß, keiner da hat für dieses Video, nach diesem Video gefragt, aber jetzt wisst ihr es, was ich an den GRs so gerne mag. Wolfgang, falls du guckst, Wolfgang ist übrigens der Produktmanager von Ricoh in Deutschland und ihm habe ich es zu verdanken, dass ich überhaupt hier mit den GRs spielen darf, weil als ich damals noch Student war, da hat ein Dozent von mir meine Bilder gesehen und wollte die, hat mich gefragt, ob er die für die Fotokina nutzen kann, für Ricoh, weil ich damals eine Pentax-Kamera benutzt habe und Pentax und Ricoh ist ja eine Firma jetzt. Dann habe ich Wolfgang kennengelernt, der hat mir dann irgendwann die GR gegeben, sie gesagt, hier, du bist jetzt Ambassador für die GR und so fing meine kleine Liebesbeziehung an mit der GR und natürlich mit dir, Wolfgang. deswegen, danke Wolfgang und Grüße gehen raus, falls du das guckst. Ja, hinterlasst mir Kommentare, was auch immer ihr wissen wollt. Dann mache ich wieder ein Video und laber über irgendwas. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.